Das macht halt gar keinen Spaß gerade. Gut, wir machen nur Dreier-Kombos. Danke, ich bin wieder weg. Oh, das ist halt auch so blöd, wenn du halt kein Teammate hast, der dich wiederbeleben kann. Ah, ist das mühselig. Ja, komm, jetzt habe ich nochmal $68. Jetzt nimm, geh da rein. Boah, und ich hätte gedacht, mit Level 14 bin ich gut bei Dingen. Dreck hilft dir das Level. Das Level hilft dir halt echt gar nichts. Ah, tut mir voll leid, dass ich gerade so ein bisschen zornig bin, aber es ist so mühselig, meine Bosse so blöd zu bekämpfen. Es hat doch bis jetzt immer funktioniert. Mit meiner 4er oder 5er Kombo. Ja, schau, jetzt hat es auch funktioniert. Warum klappt es sonst nicht? Ich mache jetzt halt immer die 3er Kombo, weil ich keinen Bock habe. Weil ich echt keine Lust habe, dass der mich da wieder... So, zweiter Modus. Komm, hol deine Gegenstände. Ja, das kann ich wahrscheinlich alles gar nicht blocken, oder? Mann. Warum hat jetzt die Dreier-Kombo nicht funktioniert? Okay, 4er-Kombo hat jetzt mal geklappt. Komm, flieg runter, verlier viel Leben. Ja, ich weiß nicht, kämpfe ich zu langsam, oder? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin echt nervös. Jetzt kommt die dritte Stufe, oder? So, er fliegt runter, hat noch ein bisschen Leben verloren. Fliegt er runter. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, er hat wieder Leben verloren. Ah, wir haben es geschafft. Oh Gott. Geht ja doch. Ich darf halt nicht so rumragen. I suck. Stay down. Don't try any more of that magic crap on us. Yeah, cause it's spooky. Seriously, I can't even watch horror movies. Never thought I'd get beat up by a pair of girls. I could have guessed it. We won the battle, so tell us where our boyfriends are. I have no idea. Why does this keep happening? You really have no idea? We miss him pretty bad. Try uptown. Sometimes I hang out there after school. How do you know that? I hang out on top of a building all day, remember? I see lots of things. That's weird. And sad, but whatever. See you later, creepy. Bis später, Ekel, schön. Nice, Liebesbrief. 2000 Erfahrung und $350. Das ist cool. Danke, danke, danke. Ah, ich kann den ja eigentlich da runterwerfen, oder? Kann den eigentlich da runterwerfen? Da komme ich aber trotzdem nicht hin. Also wir haben das hier. Jetzt muss ich da hoch. Eieiei. Es wird also erst alles so nach der Reihe freigeschalten. Okay, ich muss auf jeden Fall in diesen einen Futterladen. Und holen wir dort einmal was zu essen nach dem Fight. So wie man es im echten Leben auch macht. Danke. Ich kassiere immer gern von euch Mädels. Zack. Und ja, hier noch ein paar Tritte in den Bauch. Schön. Komm.
sehr gut. Ja, yeah. Und auch ein bisschen XP dafür, das ist immer angenehm. Ich muss eh da rein. Ich glaube schon, oder? Ah nee, da komme ich ja nur in die Läden. Egal, machen wir. Wir gehen schnell in die Läden, weil ich will bei dem Laden da ganz zum Schluss mir das Ding holen. Wie heißt das Essen? Was waren da die Gerichte nochmal? Der steht halt immer noch. Ah, wir haben ein bisschen Leben bekommen. Ja, okay, ich will aber wenigstens die Futterläden fertig machen, weil ich den Rest noch nicht habe. Okay, Level Up, das ist sehr angenehm. Die haben wir fertig, das weiß ich. Ja. Die haben wir fertig, sehr gut. Das Areal, ah genau, das war das andere. Und der Laden, achso, das gehört zusammen. Mit dem eigenen Schuhkameraden verprügeln, schön. Viel Kraft hat man auch nur im Videospiel. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die können das in Wirklichkeit wirklich, aber wäre nicht gerade gut für ihren Ruf, wenn sie das so machen würden. Ah, okay, da kriegen wir den anderen Kram. Ah, da war ja nur der eine und dann hinten kam ja der Rest, richtig? Schau, ich kann das einfach nicht blocken, aber ich kassiere halt von dem zum Glück nicht mehr so viel. Ja, gehen wir deine Dollarnote, danke. Dafür habe ich gern deinen Schlag, also deinen Tritt ins Gesicht bekommen. Für die Dollarnote auf jeden Fall. Ah, es sind glaube ich sogar 1,25 oder so. Gut, da haben wir jetzt den Laden, wo man essen kann, richtig? Genau, da war das mit den Tees. Excellent taste. Until we meet again. Okay. Also den Laden hier haben wir durch. Ja, da geht's dann wahrscheinlich ins nächste Areal. Das wollen wir natürlich nicht. Also gehen wir natürlich zuerst noch nach oben, was questmäßig gefordert ist. Musik ist halt so angenehm, ich weiß nicht, aber die Musik passt halt immer. Selbst dieses Ruhige da jetzt mit dem Gesang und so. Schön, mag ich. Muss ich sagen, mag ich aber im Spiel normalerweise eigentlich nicht. Aber ja. Zack, zack, zack. Und tritt er uns. Du kannst es einfach nicht blocken. Ein Schlag kriegst, du kannst nur zuschauen. Sowas wie Konter gibt es halt in dem Game nicht. Das ist halt so blöd. Das ist echt blöd. Es hängt halt alles so von deinem Movement ab. So, ich muss da raus. Das ist ja richtig, oder? Genau, und jetzt links. Okay, der ging ein bisschen. Du geh weg. Ich habe keine Lust, dass du mir jetzt wieder irgendwas reinpfefferst. Deine Turnschuhe oder was auch immer. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Gut, wieder einer weniger. Fast alle weg, schön. Das sah jetzt zwar nicht wirklich smooth aus, aber es läuft. Da muss ich hin, genau, weil ich muss da ja noch oben dann. Frag mich aber noch immer, wann ich den letzten Jungen als Gegner kriege. Und das letzte Mädchen. Damit ich die Dinger voll habe. Den schwarzen Jungen habe ich ja auch schon, oder?
Das ist cool. Das ist viel besser als der BH. Also im Real Life ist halt der BH schon wichtiger als der Liebesbrief, aber... Aber in dem Game hat halt einfach der Liebesbrief die besseren Stats. Ja, den schwarzen Jungen mit den schwarzen Haaren habe ich schon. So, lala. Cool, nächsten sind weg. Ja, ja, ja. Ich muss da nach oben. Ich muss ihn da hin. Da lang. Muss ich da hoch? Oh! Ja, gut. Hammer. Gut, dass ich da nochmal geschaut habe. Da muss ich hoch. Ja, genau, da muss ich hoch. Die Rufzeichen, geil. Ah, und da komme ich über die Büsche wieder in den Garten rüber. Ach genau, von da kam ich ja. Bin ich ja dann wieder runtergegangen. Mama. So, der ist auch weg, sehr gut. Und jetzt müssen wir da rein. Den haben wir schon, den anderen haben wir auch schon. Hab ich die alle drei schon? Ah, das ist immer so blöd, wenn du immer so rum... So, der da, weiß und weiß. Braun? War der braun der eine? Ich glaube, den mit dem blauen habe ich noch nicht. Den habe ich fix schon, aber ich glaube, den habe ich noch nicht. Den hier. Ach komm. Gibt der auf? Gibt der auf? Gibt der auf? Gibt der auf? Der gibt nicht auf, toll. Oh, wir sind aber noch nicht fertig. Okay, die habe ich, glaube ich, beide schon. Alter, du musst halt so auf die Hautfarbe bei denen achten und auf die... Und auf das, was sie halt für ein Hemd, für ein kariertes Hemd tragen. Also Krawatte und diesen Schulterschutz da. Der ist mal weg. Hammer. Blaues Hemd, braun. Oh, blaues Hemd und gelb haben wir noch nicht. Das heißt, wir machen den grünen weg. Ja, und den machen wir sowieso weg hier. Alter, diese Kisten sind so im Weg, ey. Alter, Alter, Alter. Aua. Ja, den mit dem Game habe ich noch nicht. Nein, geh weg jetzt. Du kommst in meine Sammlung. Den haben wir auf jeden Fall schon. Ah, diese... Den... Entschuldigung, mein Nase juckt. Den roten haben wir fix noch nicht. Ne, gelb haben wir nix. Der fehlt. Genauso wie der rote fehlt. Also wir machen den roten weg. Ach komm, ich will mich doch nicht vom Bullen verpulen lassen. Komm, ich brauche.
Sehr gut. Genau. Nomura. Da haben wir jetzt alle vier. Okay, wir sind aber noch nicht fertig. So, this is Uptown, huh? Seems pretty fancy. And expensive. Oh, hoppla. Nein, jetzt lass mich da durch. Och nee, jetzt habe ich das unabsichtlich abgebrochen, weil ich wollte eigentlich noch nicht nach Uptown. Och nein, ich bin schon im nächsten Gebiet. Nein, da will ich ja gar nicht hin. Okay, gut. Muss ich die zuerst wegmachen. Oh, das ist echt ärgerlich. Ich hätte gern bald mal wieder ein Level up, wenn es geht. Entschuldigung, dass ich diesmal, dass ich kurz mein Mikro berührt habe. Meine Nase juckt gerade wahnsinnig. Das ist so unangenehm. Beide weg. Alter, da kommen noch welche. Was? Was? Die Brau. Ah, meine Nase. Die Braunen. Braun und braun, komplett braun. Hammer. Ui, jetzt kommen schon die Ladies. So, die erste Frau hätte ich gerne, damit ich mir das durchlesen kann. Oh nein, was kann die? Ah ja, das wird noch richtig schön werden. Ich sehe es schon kommen. Gib dir auf, gib dir auf. Alter, die hat Muskeln. Krass. Ah, okay. Linda, eine harte Dame, die ihre feine Liebe mit ihrer Peitsche bestraft. Okay. In den meisten Fällen schauen durchtrainierte Frauen nicht so aus. Also. Oh, bei denen gibt es nur drei verschiedene. Okay, bei denen gibt es auch nur drei. Ah Gott, ich muss auf jeden Fall zurück. Ich bin hier komplett falsch. Wo geht's denn da hin? Ah! Oh, man kann von beiden Seiten rein. Ja gut. Ja, dann ist es nicht so schlimm. Dann ist es nicht so schlimm, dass wir schon in Uptown waren. Aber es ist halt blöd, dass ich halt den Text verpasst habe. Den ganz dunklen mit dem Grün haben wir auch schon, oder? Ja, den haben wir schon. Und den anderen haben wir auch schon. Gut. Passt. Da kommen jetzt noch zwei oder so. Und dann haben wir es. Den schwarzen haben wir auf jeden Fall auch schon. Also, schwarz meine ich jetzt nicht, sondern den mit der schwarzen Hose. Ui. Der Kick, der hat sich ja. Haben wir alles, geil. Hm. Okay. Ach nee, geh weg. Oh, da kommen die nächsten Leute. Ja, muss sagen, mit der Spitze ist echt cool. Vielleicht probiere ich später noch die andere aus, aber die andere ist halt levelmäßig ziemlich behind. Wird wahrscheinlich auch eigene Skill-Kombos und so. Ja,
den haben wir auf jeden Fall. Oh, dann Apfel, Alter. Apfelsignatur. Ja. Und wie sie dann noch ihre Muskeln zeigt. Unattraktiv das ist. Oh, danke, dass du mich da mal schön dagegen schmeißt. Da freue ich mich immer sehr. Ich brauche jetzt meinen Tee. Please, enter. We have only the finest goods. Sala, holen wir uns gleich den gescheiten. Of course. Und gleich nochmal. Excellent taste. So, damit komme ich klar. Jetzt können wir die da verprügeln. Und jetzt kaufe ich mir da hinten noch ein bisschen Kram. Oh nein, genau jetzt kriegen wir ein Level Up. Oh, ich hätte vorher vielleicht mal auf meine Level Up Leiste schauen sollen. Oh, das ist jetzt aber ärgerlich. Wir wären jetzt eh Full Life gewesen. Oh, ich hätte mir die $52 da erspart. Ich glaube 26 pro Tee. Oh, das ist ärgerlich. Also, wir holen uns mal das hier. Nutze die Chance, keinen Schaden von feindlichen Angriffen zu erleiden. Okay, was ist das da? 1% Chance, Standardgegner mit einem Angriff zu besiegen. Was? So, und hier Halsband. Extra 5% Schaden für Feinde auf dem Boden. Ich weiß ja gar nicht, wie ich die am Boden sind, verprügeln soll. Verdoppelte Geschwindigkeit der Wurfwaffen. Alles nutzloser Dreck. Ist da nicht irgendwas? Heilt Leben pro Sekunde oder so? Ich weiß, das wäre hier in dem Spiel ein bisschen OP, aber würde halt mega Spaß machen. Okay, wir haben noch $115. Die investieren wir einfach in den anderen Shop. Schau mal. Wir könnten den Lidschatten für 100 kaufen oder wir kaufen 60, 100, 110. Das heißt, wir hätten da noch 6. Ah, hoppla, das haben wir ja schon. Ja, nee, dann nehmen wir da den Lidschatten. 5% Chance nach einem K.O.-Angriff noch zu stehen. Entschuldigung. Ich bin gerade wieder kurz gegen meinen Puffer gestoßen. Okay. So wie es aussieht, sind wir ja bald voll. Ja gut, dann würde ich sagen... Ja, was das ist, verstehe ich nicht. Was ist mit diesem Balken? Was kann ich da machen? Das ist mega komisch. Ui, 6300 brauche ich. Ah, 3 Gebiete, 6 Gebiete sind's. Das ist auch cool mit dem Bild. Ja gut, dann gehen wir mal ins nächste Gebiet. Und dann spreche ich ab und gehe raus. Dann mache ich eine Aufnahmepause. Dann mache ich definitiv eine Aufnahmepause. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Ach komm schon, Mädel. Warum müsst ihr mich verprügeln? Ihr habt ja eigentlich gar keinen Grund. Ja, jetzt kriegst du aufs Maul. Das ist unhöflich, Leute zu verprügeln, die man nicht mal kennt. Generell zu prügeln ist unhöflich. So, nehmen wir mal den Schläger mit. Das sind halt immer die... Ah, Mist. Ah, okay, da nehme ich keinen Schaden, da werde ich nur gestunt. Kann mich kurz nicht bewegen. Nee, deine Gasting lass du da mal schön drin. Geh weg mit deinem Schlagstock. Dass du in so vielen Videospielen korrupte Bullen hast. Alles klar. Wir verprügeln die hier jetzt noch fertig. Das sind eh die wir schon kennen. Alter, warum macht sie nur den Aufwärtshaken? Nicht unbedingt so extrem viel passieren durch wieder.
dass halt die schwächsten Gegner sind vom Anfang des Spiels. Sind beide weg? Ja. So, wir schauen uns mal den Dungeon, wollte ich schon sagen. Oh, hey! It's you two again! I got another mission for you. This time it's that pompous mayor of ours, always acting like he runs River City. Psh! You seen that hideous golden statue they built of him? Well, I want it gone. Destroy it, and I'll reward you. Entschuldigung. Alter. Oh mein Gott. Aber Uptown scheint nicht so groß zu sein. Es ist halt nur, sind halt nur drei lange und dann kannst du halt immer jeweils unten abbiegen. Okay. Das heißt, wenn ich den Quest abgeben will, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nehme ich einfach mal kurz den Pfefferspray mit. Weil dann gebe ich ja die Mission ab. Das ist halt super. Zusätzlicher Charme im Kampf gegen männliche. Zusätzlicher Charme im Kampf gegen weibliche Feinde. Das ist großartig. Schaden gegen Feinde auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie ich auf die eintreten kann. Keine Ahnung. Wurfwaffen verwende ich keine. Das 5%. Das sind halt alles so Beträge. 1%, 5%. Das ist halt eigentlich nichts. Das ist halt wirklich nichts. Passiert dir dann im Spiel wahrscheinlich 2-3 Mal. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich mach mal eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao.